Wieso ist es eigentlich so schwer, einen Müllbeutel zu finden, der auch wirklich passt? Naja, Mülleimer sind nicht genormt. Es gibt sie in allen möglichen Größen und Formen. Also gibt es auch ein großes Angebot an Müllbeuteln. Das Problem, die Literangabe auf den Beuteln hilft nicht so wirklich weiter. Viel wichtiger ist, wie breit und lang dein Mülleimer ist. Und diese Maße finden sich auch auf der Müllbeutelverpackung. Manchmal vorne oder aber auch hinten beim Kleingedruckten. Wenn du zum Beispiel einen runden Eimer hast, kannst du dich am Umfang orientieren. Da gibt es nämlich eine Faustformel. Die Hälfte vom Umfang ist die Breite vom Beutel. Für alle, die eine kurze Auffrischung brauchen, den Umfang rechnet man ganz leicht mit der Formel Durchmesser mal Pi. Bei der Länge kannst du dann auf jeden Fall mehr einplanen, damit der Beutel schön über dem Rand liegt. Und schon hast du das perfekte Müllbeutel-Match. Das hat doch ein Herz verdient, oder?